Mein Name ist Susan Hartung. Ich bin hier im Wilhelmsstift auf dem Tübinger Regionalmarkt und Klimatag und wir stellen unseren Rezeptwettbewerb vor. Und um den Leuten zu zeigen, wie toll und einfach es ist, klimafreundlich zu kochen, haben wir halt als Thema genommen CO2-Rezeptwettbewerb. Um zu zeigen, wie lecker man da einfach tolle Sachen machen kann, habe ich den Simon Dress gebeten, hier ein Showcooking zu machen. Hallo, mein Name ist Simon Dress. Ich durfte heute auf dem Regionalmarkt und Klimatag in Tübingen kochen. Wir sind heute Morgen über den Regionalmarkt gelaufen und haben verschiedene Produkte gekauft, was die Saison hergibt, was der Laden hergibt und was uns die Qualität gibt, jetzt um die Jahreszeit, um ein tolles Gericht zu entwickeln. Wir haben dann hier an unserem Stand aus Pfannkuchen mit Spinat, mit Radieschen, mit Spargel, mit verschiedenen Kräutern, mit der Champignon, ein bisschen Lauch, ein tolles Gericht gemacht und das haben wir hier unseren Gästen serviert. Ich hoffe natürlich sehr, dass der CO2-Rezeptwettbewerb, der in Tübingen hier jetzt seine Startveranstaltung hatte, auch in anderen Städten stattfinden wird, die auch Stadtwerke haben, die interessiert sind, den Leuten zu zeigen, wie sie mit wenig Strom lecker kochen können, wo es Einzelhändler gibt, die das mittragen wollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Schule macht, dass wir vielleicht eine Deutschland-Tournee mit dem CO2-Wettbewerb letztendlich hinkriegen. Also um die ganzen Leute zu motivieren, klimafreundlicher zu kochen oder das, was sie schon klimafreundlich machen, noch weiter zu steigern, haben wir auch einen Rezeptwettbewerb ausgelobt, den CO2-Rezept-Contest und haben dafür eben auch eine Facebook-Seite eingerichtet und einen Flyer entwickelt. Geht ganz einfach, man muss einfach sagen, in welchen Punkten man klimafreundlich handelt. Und ich freue mich, wenn ganz viele mitmachen. Es gibt einen tollen Kochkurs zu gewinnen beim Simon Dress. Obwohl das Wetter jetzt hier in Tübingen heute nicht so schön war, hatten wir trotzdem sehr, sehr viele Gäste hier im Stand bei uns, die Interesse wirklich an CO2-Produkten haben und an der Herstellung. Es war ein tolles Gericht, es waren viele Leute da, es war traumhaft hier in Tübingen. Ich komme gerne wieder.